10 brauche ich noch. Machen wir doch ganz gerne. Komponentenabzüge brauchen einfache Hitzeabzüge. Eisengitter. Eisengitter, Dankeschön. Hitzeabzüge. Und Zinn. Die werde ich alle einspeichern, Rezepte. Das ist wirklich, manchmal brauche ich die wirklich öfters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dankeschön. Weil die braucht man wirklich, wenn man jetzt so 3, 4 Setups noch mehr macht, kann ich sie doch einspeichern und ist dort dann wirklich mobiler und wirklich fungierer, dieses zu benutzen. So. Da versagt wieder meine Stimme. So. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich mache auch keine Cuts mehr, etc. Ich lasse das durchlaufen und schneide es immer per 10 Minuten, 15 Minuten hin. So, muss ja mal einen Schluck trinken hier. Sonst wird das ja gar nichts hier. So, die haben wir als nächstes. Wärmetauscher und Komponentenwärmetauschen. Brauchen wir insgesamt 9 Stück. Ach, okay. Komponentenwärmetauscher haben wir hier. Können wir die einsetzen? Eigentlich schon, ne? Aber egal, die behalte ich mal, falls ich irgendwie so ein schlechtes Setup habe oder irgendwie Setup, was durchgepfiffen werden kann. Ist ja nicht so schlimm. Gut. Wärmetauscher. Oh, Wör. Ich brauche aber Wärmetauscher. Da. Papapam, einfache Wärmetauscher. Kupferplatten und elektrische Circuits haben wir. Und Komponentenwärmetauscher da. Da brauchen wir so einen Wärmetauscher und Gold. Ah, deswegen auch Gold. Alles klar. Wir nehmen mal hier alles raus, weil das ich sowieso brauche hier. So. Schmeiß mal hier rein. Brauchen wir sowieso. Gut, wie ging das jetzt hier? Alles klar. Einspeichern. Dann können wir das Rezept hier auch direkt reinlegen. Wärmeplatten. Elektrische Circuits waren jetzt weiter oben. Auch nicht so schlimm. Elektro, 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 da, Elektro. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 davon und 6 davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dankeschön. So, was macht er jetzt da hinten? Er macht auf jeden Fall was. Entzieht er den jetzt da hinten? Ja, das entzieht er den jetzt da hinten. Okidoki. Das heißt, wenn ich jetzt hier Goldstaub suche, Cold Dust. Ne, pulverisiertes Gold. Wir müssen nach Goldstaub suchen. Oder? Ich weiß gar nicht, wo das hinpackt. Oder macht er direkt Pulverisierendes raus? Kann natürlich auch sein. Weil Eisenstaub ist Eisenstaub. Aber ich glaube, der macht das, schmeißt es direkt da hinten rein. Er wartet halt immer nur ein paar Moment aus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die können hier oben rein und die drei können da rein. Nun, brauche ich Reaktor-Strahlenschild? Die sind, glaube ich, irgendwie ein bisschen teurer. Reaktor. Reaktor. Da, Reaktor-Strahlenschild sind die nämlich. Weil die weiß ich nämlich, wie die aussehen. Alles klar. Und davon benötigen wir nur 8 Stück. Oh, das geht ja. Das geht ja. Hier rüber. Und zwar 8 Stück. Einmal das. Und Legierungsbau. Wie heißt das denn? Ja, ist das Zeug. Verbesserte Legierung, also weiter unten. Heißt Advanced Alloy, meines Wissens nach. Und das ist sogar stackbar, das ist doch geil. Nun so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir auch. Und jetzt kommen Uranzellen. Jetzt kommt Uranzellen. Uranzellen. Da können wir sogar kommen. Das machen wir sogar ganz einfach. Da hole ich mir mal ein Stack davon raus. Und. Boah, wo ist das Uran? Uranium. Wo ist mein Uranium?
aufbereitetes Uranium. Da ist es doch. Machen wir das jetzt mal ganz so. Eine so und eine so. Kodieren wir zu einer Uranzelle. Richtig. Die legen wir hier rein. Und es ist schon dunkel, das heißt, da hinten spinnt jetzt sozusagen rum. Tun wir mal hier hin. Ich gehe jetzt mal eine Runde pennen. Ich könnte auch den Tag-Nachtrhythmus einfach ausschalten. Das heißt, wir hätten dauerhaft einen Tag, aber dann heißt es wieder, oh, du cheatest wieder, ja. Das mache ich aber auch extra so, damit halt meine Bienen vorankommen und meine Bäume wachsen können. Und das auch alles funktioniert und meine Hyometaproduktion einfach laufen kann. Deswegen mache ich das. So. Jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4, 4 und Kupferplatten. Ich mache mal gleich ein ganzes Stack hier raus, habe ich meine Ruhe. Und zwar eine Uranumzelle hier, links und rechts, plus eine, die gibt eine doppelte. Die tun wir nämlich auch rein. Ich bin nämlich nachher leid, das immer wieder zu queffen. Und da ich die sowieso brauche, macht das ja keinen Sinn, das so zu machen. Deswegen brauche ich dann auch noch diese Kupferplatten, muss ich dann auch noch hier herstellen. Dann ist es so schon okay. So. Eine davon herstellen. Dankeschön. Und noch einen davon herstellen. Dankeschön. Müssen wir dann so anordnen und so. Und dann gibt es nachher eine Quad. Und ich Dussel hab's jetzt hier reingeschmissen. Das soll ja hier noch rein. Leeren. Immer drücken, falls irgendwas ist. Kann ich hier noch so anordnen? Nee. Kann ich nicht. Das heißt einmal so, einmal so, einmal so. Kodieren und gleich die vierfache Uraniumzelle hergestellt. Ist billiger, als mich immer zu ärgern. Oh, musste machen, musste machen, musste machen. Kann ich gleich sagen, hier, köfte gleich mal 64 Stück oder sowas und ich kann sie immer wieder reinsetzen. Dankeschön. So. Vierfache Uraniumzelle. Köfte, machen wir hier gleich. Mach mal 9 Stück. Eine brauche ich sowieso. Danke für die zweite. Und für die dritte. Kann ich die senken? Nein, kann ich sie nicht. Ich hätte jetzt noch eine hier, die noch nicht verbraucht ist, aber die benutzen wir, wenn ich nur so ein 100er Setup mache und einfach nur ein bisschen was machen möchte. So, wir nehmen mal hier die paar Komponenten mit raus, die ich nicht so gerade benutzen kann. Ach so, das Uran. Das kann ich ja noch nicht einbauen. Das brauche ich so. Dann haben wir das. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Dann müssen wir das Setup jetzt nämlich reinsetzen. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich habe hier, wenn wir es so hören können, Buch. Da habe ich das so schön mit dem Kästchen, also ein 6x9 Feld, beziehungsweise ein 9x6 Feld, hier reingezeichnet und Nummern da reingeschrieben. Und jede Nummer hat eine po bestimmte Position, wo alles rein muss. So. Die kommen hier rein. Richtig, genau. Der Hitzeabzug kommt an dieser Position. Jetzt habe ich noch die Komponenten. Die sind Nummer 3. Nummer 3 kommt hier. Hier. Und da. Oben den Hitzeabzug kommen welche. Schräg diagonal von hier. Und jetzt in der Reihe. Genau. Über die und schräg gegenüber von denen hier. So, einmal nachgucken. Passt, passt, passt. Ja. Die geben so ein Sechseck, die liegen schräg gegenüber. Genau. Jetzt haben wir hier die Wärmetauscher. Wärmetauscher ist Nummer 4. Nummer 4 kommt einmal dahin. Dahin. Und dahin. Zwei von oben und zwei von der Seite. Passt. Jetzt siehst du die Komponentenwärmetauscher 5. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Jetzt habe ich noch zwei weitere und die kommen. Dahin. Einmal unter dem hier und einmal unter dem hier. Dann hätten wir das schon hingegen. Als nächstes werde ich das mal hier vorne abreißen. Weil die bekommen jetzt was anderes rein. Die bekommen nämlich ein anderes
Terminal beziehungsweise einen anderen PC rein. Wäre, glaube ich, sinnvoller, ne? Ja, einen anderen PC rein, weil hier unten, wenn wir das mal sehen, habe ich hier Kabel schon lang gelegt, die mir nachher das da hinten steuern sollen. Ja, machen wir das so. Hier kommt kein Zeitding rein, hier kommt, kommt hier ein Zeit- oder ein Touch-Monitor? Touch-Monitor wäre natürlich riesengroß, ne? Zeit wäre einfach nur Zeit einstellen und